ich meine, damit kann ich ja nicht mal eine Walnuss knacken. Die lügen einen einfach komplett dreist an. Was hat denn ein Outdoor-Kanal mit orthopädischen Socken oder Weihnachtslichterketten zu tun? Ja, im Outdoor-Bereich macht das überhaupt keinen Sinn. Selbst als kleiner Outdoor-YouTuber wie ich bekommt man von den Firmen schon einige Ausrüstung zugeschickt. Welche ich euch davon nie gezeigt habe, weil ich sie für schwachsinnig halte, erfährst du in diesem Video. Du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Albo und viel Spaß dabei. Wir schauen uns also heute im Video an, welche Ausrüstung, die ich mal zugeschickt bekommen habe, ich euch nie gezeigt habe, weil ich sie entweder für komplett unpassend oder einfach für Schrott halte. Außerdem will ich euch noch kleine lustige Anschreibungen von Firmen, ja, nicht ganz deutscher Art, möchte ich an dieser Stelle nicht vorenthalten, ja, damit wir alle ein bisschen was zu schmunzeln haben. Sind dir auch schon einige Produktlügen im Outdoor-Ausrüstungsbereich untergekommen? Schreib es mir doch einfach gerne mal unten in die Kommentare, was die dreisten Abzocker uns manchmal andrehen möchten. Anfangen möchte ich mit einem Ausrüstungsgegenstand, den ich getestet habe, mit einer kleinen Erwartung und die dann leider völlig enttäuscht worden ist. Es handelt sich um diese Kopflampe hier, soll wohl für ungefähr 20 Euro erwerblich sein. Ich werde übrigens in dem Video nicht von Marken oder sowas sprechen, solange es sich vermeiden lässt, ja, also solange das nicht unikat ist, das Design. Und diese kleine Kopflampe hier verspricht zum Beispiel ein Volumen von 8000. Ich habe sie getestet und es ist ja, eine Standard-Kopflampe, ja, eher schwer, eher sperrig. Ja, dafür halt günstig. Und sie hat schon Power, aber sie hat sicherlich keine 8000 Lumen. Ich weiß auch von anderen Kollegen, die diese Lampe bekommen haben und sie da nicht vorgestellt haben, weil die Lüge dahinter einfach zu dreist ist. Diese Lampe wird übrigens nach wie vor, ich habe nachgeguckt, auf Amazon mit 8000 Lumen beworben. Wie läuft das also ab? Manchmal schreiben mich Firmen einfach an, ob sie mir was zuschicken dürfen. Ich sage, ja, ihr könnt mir was zuschicken, aber nur als Geschenke, weil ansonsten würde ich ja einen Werbeauftrag annehmen. Ja, ganz einfach in Kiste, das mache ich aber nicht. Und dann schicken wir das zu, ich gucke mir das an und dann schreibe ich mit dem Zuständigen hin und her, ob ich darüber ein Video mache, ob ich es in ein Video einbaue oder ob ich darüber gar nichts sage. Und hier habe ich einfach geschrieben zurück, ja, darüber werde ich kein Video machen, weil es ist aus den und den und den Gründen nicht vertretbar, dass ich darüber ein Video mache. Und da habe ich unter anderem geschrieben, das mit den Lumen. Und deshalb, Lüge, schlechtes Produkt im Prinzip, viel zu teuer für das, was es kann eigentlich, ja, total unsinnig für einen Outdoor-Bereich und alles Mögliche, weg damit. Ein zweites kleines Produkt, was ich an sich jetzt gar nicht so dämlich finde, ich muss aber sagen, es ist für den Outdoor-Bereich überhaupt nicht gut. Das hat mehrere Gründe. Was ist das hier erstmal? Das ist so eine Art Leuchtstoffröhre, ja, Campinglaterne mit einer integrierten Powerbank und so ein Zeug, ja. Die Information, die ich vorher bekommen habe, war sehr spärlich zu diesem Ding. Ich dachte, ja gut, dann schick's mir halt zu, ja, mehr als Müll sein kann es nicht. Hab's dann getestet und ganz viele Gründe gefunden, warum das für einen Trecker, Bushcrafter eigentlich der totale Schwachsinn ist. A, es ist nicht wasserdicht, B, es ist sehr zerbrechlich und C, für die Größe völlig ineffektiv. Ich glaube, es soll knapp 20, 25 Euro kosten oder so. Das Ding war jetzt für umsonst gar nicht so scheiße, weil ich kann es zum Beispiel in meinem Outdoor-Lager benutzen, ja, ich habe so Metallregale und davon unten dran machen, ja, flexibel und solche Geschichten, dafür war das halbwegs praktikabel, aber insgesamt für den Outdoor-Bereich totaler Schwachsinn, deshalb weg damit. Was ich euch ebenfalls nicht vorgestellt habe, ist dieses kleine Multitool. Ja, man sieht schon halbwegs die Marke, ich werde darauf jetzt aber nicht eingehen. Und das habe ich euch nicht vorgestellt, weil ich es schwachsinnig finde. Es ist viel zu teuer für das, was es kann. Ich glaube, es kostet knapp 30 Euro. Ich bin mir nicht sicher, wie es jetzt im Moment kostet. Ich habe nicht nachgesehen. Aber ein so kleines Multitool, ja, mit so einem kleinen Messerchen und die Zange, damit kann ich ja nicht mal Walnüsse knacken, ja. Also, da dachte ich mir, gut, vielleicht als kleines Spielzeug ist es vielleicht ganz nett, aber nicht mal das, ja. Ich kann ja nichts wirklich gutartig damit machen. Also, allerhöchstens kann ich kleine Schrauben im PC oder sowas damit eindrehen, aber selbst das und die kleine Schere ist auch nicht besonders toll. Es ist alles nicht besonders scharf. Ich dachte mir dann im Endeffekt, also für den Preis und die Qualitätsstufe ist das absolut nichts für all meine Zuschauer, die im Bushcraft-Bereich tätig sind oder sonst irgendwas. Ja, es wäre schwachsinnig, das vorzustellen, deshalb einfach weg damit.
Das waren jetzt nur 3 Gegenstände von ein paar, die ich euch nie vorgestellt habe, aus einem guten Grund. Denn ich sage immer, ja, ich bin auch ein Verfechter von günstiger Ausrüstung, wie man durch einige Videos auf meinem Kanal merkt. Aber im Preis-Leistungs-Verhältnis und im Qualitätsverhältnis muss es dann schon stimmen. Eine Taschenlampe, die nur 2-3 Euro kostet, die muss auch nicht das krasseste sein. Aber wenn sie 30 Euro kostet, dann muss sie zum Beispiel auch schon gut was aushalten können. Und deshalb stelle ich euch auch nur Ausrüstung vor, von denen ich selbst überzeugt bin und die ich auch selber benutze. An dieser Stelle möchte ich übrigens einmal ganz kurz gesagt haben, dass ich noch nie ein Werbevideo für Honorar oder so auf diesem Kanal gemacht habe, sondern wenn, ist mir immer Ausrüstung zugesendet worden, ich habe sie getestet, habe sie mir angeguckt und habe dann entschieden, finde ich das in Ordnung oder finde ich das nicht in Ordnung, und wenn ich das nicht in Ordnung finde, dann sage ich, nee, ich mache kein Video, ich schicke es auch gerne zurück. Das wollen die dann nicht, weil das ist sowieso zu viel administrativer Aufwand für die, ja, aber das ist so meine Herangehensweise an das Ganze. An dieser Stelle möchte ich euch nicht vorenthalten, was ich so teilweise noch für lustige E-Mails bekomme. Ja, wir haben hier zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät. Ich zitiere, einen schönen Tag noch. Okay, dann tschüss. Jetzt haben wir festgestellt, dass Sie an Babyprodukte über Gesundheit und Körperpflege über Amazon interessiert sind. Sie sind sehr auf Ihr Baby richtig ausgerichtet. Ich bin ein Kompass. Blutdruckmessgerät oder Babythermometer ist eine gute Wahl. Es kann mehr aufspüren, um alte Leute und Babygesundheit aufzuspüren. Jetzt erzähl gute Nachrichten. Es geht übrigens nur so weiter die ganze Zeit. Also solche E-Mails bekomme ich auch teilweise und da antworte ich dann schon gar nicht mehr drauf. Hier eine E-Mail, die ich im letzten Herbst bekommen habe, und zwar: Liebe Kinder, liebe Eltern, sind Sie interessiert, St. Martin Laternenstab elektrisch zu testen? Falls nicht ganz klar geworden ist, was die von mir wollten, sollte für die eine Laterne, ja, eine elektrische Laterne für, ne, St. Martin sollte ich testen, habe ich natürlich nicht gemacht, was für ein Schwachsinn. Und hier noch eine auf Englisch. Hi friend, happy to know you from de.amazon. I am here, seriously invite you to test my product. Ja, also ich soll die Produkte testen. Adjustable knee support, also so eine Knieschiene. Wrist support, pad sets for kids, pull-up tubes, kids scooter. Ich soll einen kids scooter testen, also einen Tretroller für Kinder. Ja. Und dann schreiben sie noch, they are all with good quality. Nein! Nein, doch! Oh. Ihr seht also, man bekommt einigen Scheiß zugeschickt, selbst wenn man nur ein kleiner YouTuber ist, ja, und nur ein bisschen Videos eigentlich macht. Ist schon sehr unterhaltsam teilweise, dass die nicht mal versuchen, halbwegs gutes Deutsch zu sprechen. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein mit dem Video. Hier findest du jetzt weitere Videos zu vernünftiger Ausrüstung, die ich auch getestet habe, zu Bushcraft-Touren und Trekking-ähnlichen. Hier findest du den Abonnieren-Button, damit du kein Video mehr verpasst zu Ausrüstung und Trekking-Touren. Lass diesem Video doch ein Like da und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.